Leute, was geht damit? Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Omme sucht den Superstar. In der letzten Folge haben sich vier Kandidaten tapfer gebettelt, aber nur einer konnte gewinnen. Und hier ist er, der Gewinner der allerersten Folge. Somit haben wir schon mal unseren ersten Gewinner, Leute. Doch seid gespannt, Leute. Ich habe heute nämlich wieder verschiedenste Talente gefunden, die ich würde sagen sehr, sehr ebenwürdig sind. Und damit begrüßt sie, Leute. Lasst sie willkommen, nimmt sie in den Arm. Die nächsten vier Kandidaten der heutigen Folge. Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wer euch heute so erwarten wird. Und ich würde sagen, Leute, ihr kennt das Spiel, ne? Kandidat 1, die Bühne gehört dir. Also eins, Leute, muss man auf jeden Fall festhalten, der Typ hat es hundertprozentig gefühlt, das kann man nicht abstreiten. Aber genauso fühlen tut es unser nächster Kandidat, der auch gleichzeitig unser bisher jüngster ist, nur mit 13 Jahren. Zeigt er uns, was möglich ist, wenn man nur einen Monat bisher Klavier spielt. Deswegen würde ich sagen, Minjong, die Bühne gehört dir. Leute, was soll ich denn noch sagen? Alright, Leute, was soll ich sagen? Also mit 13 Jahren und einem Monat Klavier üben, war das mehr als überzeugend. Also eins kann man sagen, der Kleine hat Talent. Doch was wäre dieses Format, wenn ich es den Teilnehmern gemütlich machen würde? Deswegen, Leute, kriegen wir jetzt eine kleine A Cappella-Show von jemandem, der den Text selber verfasst hat. Somit viel Spaß und die Biene gehört dir. War einer meiner ersten Texte, die ich geschrieben habe. Ich habe mich völlig geändert von dem, aber den habe ich gerade im Kopf, deswegen mach schnell. Kann nachts nicht mehr schlafen, den Ghetto-Beat würde ich niemanden raten. Alles schwarz-weiß, sehe keine Farben, auf die richtige will ich nicht mehr warten. Hab tausend von Beschwerden, man wollte immer, dass wir was werden. Doch jeder ist hier nur noch am Bewerten, versuchen dich zu entehren, du sollst hier deinen Ruf pflegen. Hunderte Male muss ich mich schon schämen, Gott, ich will doch nur noch einen Segen. Durch meine Träume fliegen, will doch nur einmal richtig lieben, will nicht mehr am Boden liegen, will einfach nur noch ein Kind sein und nicht meine Beschwerden auf ein Blatt schreiben. Doch ich muss rhymen, kann ich meine Furcht zeigen, viele Leute, die dich verpfeifen, pass auf und halt es im Geheimen. Darfst keine Schwäche zeigen, am besten von 31ern fernbleiben.
will mein Leben nicht reinscheißen, muss im Ghetto fest zusammenbeißen, muss den Text für 389 schreiben, darf nachts nicht mehr weinen, kann ich meiner Mama meine Liebe zeigen. Und deswegen bin ich hier nur noch am Rhyme, muss meine Gefühle auf ein Blatt schreiben. Bevor ich aber hier kurze Rückmeldung gebe zum Kandidaten, sind mir noch zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Nummer eins, das habe ich auch schon in der letzten Folge gemeint, wer meint hier Leute runterspielen zu müssen oder irgendwie schlecht reden zu müssen? Ganz einfach, schickt mir bitte einen Clip auf Insta, Link ist unten in der Videobeschreibung, ihr seid dann dieses Mal dabei und dann könnt ihr euch selber beweisen. Ansonsten Leute, bitte einfach Fresse halten. Und zweitens, die Leute, die noch nicht abonniert haben, müssen das unbedingt nachholen, denn Leute, ich stehe kurz vor den 100 Abonnenten. Das meine ich for real, also es sind noch irgendwie drei, die mir fehlen. Deswegen Leute, schaltet den Abo-Button bitte. Und vergiss auch nicht, dem Video ein Like und einen Kommentar dazulassen. Für den Algorithmus, Leute, ne? Ihr wisst Bescheid. Kuss geht raus. So, jetzt aber zum Kandidaten. Kurz gefasst, seine Lyrics waren krass. Also hört es euch gerne mal noch ein paar Mal an und ihr werdet merken, dass er immer wieder krasse Wortspiele mit eingebaut hat. Und das fand ich eigentlich ziemlich beeindruckend. Aber der letzte Kandidat, Leute, der kann auch ziemlich krass mit seiner Stimme umgehen. Deswegen, Leute... Und genau das zeigt er uns jetzt. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? Take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I'll jump right over to cold water for you. And although time may take us into different places, I'll jump right over for you. I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I hope you know I'll be your lifeline tonight. Leute, also was soll man anderes sagen, außer dass es halt ziemlich krass war, ne? Das war jetzt der allerletzte Kandidat für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso geflasht wie ich, denn ich bin es. Und ja, Leute, jetzt seht ihr nochmal alle vier Kandidaten und vergisst nicht in den Kommentaren abzustimmen, wer für euch der Beste war. Und dann würde ich sagen, Leute, vergisst nicht ein Like, Abo dazulassen. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao.